Es war einmal eine Börsenwoche. Herzlich willkommen bei den Dividendensammlern. Heute ein Wochenrückblick. Wie war die Börsenwoche in Kalenderwoche 24? Heute mit Frank dem Bären. Michael der Bulle ist leider verhindert. Dann schauen wir mal, was denn in dieser Woche so an der Börse los war. Ich habe hier mal den 6-Monats-Chart, Chart des Dow Jones eingeblendet. Das heißt, die letzten 5 Balken hier waren die letzte Woche. Wir sehen also, wir sind von den Hochständen Anfang der Woche, also am Montag, zurückgekommen. Konnten uns aber am Freitag erstmal stabilisieren. Aber wir sehen auch, wir haben jetzt mehrere Wochen hinter uns, wo wir von diesem, ich sage jetzt mal, Corona-Tief uns erholt haben. Also noch kein Grund zur Panik. Wir haben diesen Rücksetzer am Donnerstag und Freitag genutzt, um die ersten Käufe für das Bären- und das Bullendepot zu eröffnen. Die nennen sich einfach so, weil wir natürlich der Bär und der Bulle sind. Also das hat jetzt nichts mit der bärischen oder bullischen Meinung von jemandem zu tun. Und ich habe ja AbbVie gekauft und Michael Walt Disney. Dann werden wir uns mal in Zukunft uns anschauen, wie sich diese beiden Depots im Vergleich schlagen. Das soll jetzt nicht irgendwie Stockpicking oder sowas sein oder vergleichen, aber einfach mal, um zu sehen, beide starten gleichzeitig. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Macht das überhaupt eine Rolle, was wir wählen? Um einfach das mal vergleichen zu können. Ne? Das wird dann interessant werden in einem Jahr, in 2 Jahren, in 5 Jahren, um zu sehen, wie haben sich die beiden Depots entwickelt. Okay, was erwarte ich jetzt von den kommenden Wochen? Es kann natürlich noch mal weiter runtergehen, aber grundsätzlich denke ich mal, ist der Weg nach oben klar. Was spricht dafür? Ja, wir sind in einem Märchenland, leben wir, ne? Es ist alles und so. Und sie lebt glücklich bis zum Lebensende, wenn man das so sagen möchte. Spielt keine Rolle, was in der Realwirtschaft im Moment los ist. Die Börse hat ihr eigenes Lied und das nennt sich Fed. Also Federal Reserve in Amerika, EZB in Europa etc. Also jede Zentralbank hat ja durch die Krise die Schleusen weit geöffnet. Das Geld, die Kredite sprudeln nur so in die Märkte und das Geld muss halt irgendwo hin. Na, also in der Fl die Flut hebt alle Boote nach diesen Meinungen, ne, und deswegen steigen auch erstmal die Aktienkurse, denn wo soll denn das Geld hin? Immobilienwerte im Moment eher schwach, in Amerika vor allem, auch durch die Unruhen dort. Das muss man auch noch auf dem Schirm haben. Ja, die schlagen sich jetzt im Moment mit zwei Ereignissen rum. Einmal mit Corona und einmal mit den Rassenunruhen. Ja, Rassenunruhen ist jetzt aber wahrscheinlich ein schlechtes Wort gewählt. Einfach mit diesen Protesten gegen die Polizeigewalt gegenüber der schwarzen Bevölkerung und wenn man sich die Bilder anschaut, ufert das ja aus. Das hat ja mit Protest in dem Sinne nichts zu tun. Aber wenn man sich mal die letzten Jahre, Jahrzehnte anschaut, sowas war ja schon öfters mal. Also, dass jemand einfach getötet wurde. Und im Endeffekt, es ändert sich ja anscheinend nichts. Ne? Das kennen wir aus Deutschland auch. Da wird dann immer kurz geschrien, wenn man was hat und meistens ändert sich danach nichts. Ne? Man fährt einfach mit dem Gewohnten fort. Okay, das bedeutet, wir werden weitere Börsenkurse haben, die steigen.
unterbrochen natürlich mit kurzen Rücksetzern, aber derzeit, denke ich mal, ist der Weg nach oben frei. Ich selber würde natürlich eher sagen, wirtschaftlich gesehen ist das nicht zu rechtfertigen. Aber man hat jetzt über die Jahre, Jahrzehnte schon lange verstanden, das hat alles miteinander nichts mehr zu tun. Ja, ob jemand Arbeit hat oder wir Rekordarbeitslosigkeiten haben oder die Gehälter nicht mehr steigen, interessiert die Börse überhaupt nicht, ne? Die Kurse steigen. Natürlich auch nur von gezielt wenigen Unternehmen manchmal. Die haben einfach ein gutes Geschäftsmodell auch. Da zieht sich Sinn. Also wir sehen auch Monopolstrukturen, die sich herausbilden. Also wer hätte nicht gerne Amazon vor 10, 15 Jahren gekauft? Aber sind wir mal ehrlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, wo wir heute stehen. Das ist natürlich auch die Chance, wenn man sich das mal überlegt. Wenn man einfach das richtig einschätzt und langfristig in so einen Wert reingehen kann, 10 Jahre, 15 Jahre und dementsprechend auch eine gute Summe drin hat, dann ist das dementsprechend auch ein Riesenschritt, um dann davon leben zu können langfristig, ne, oder einen Teil davon herauszuziehen. Okay, schauen wir uns vielleicht nochmal kurz die Werte an, die ich und Michael gekauft haben. Einmal ist das mein Wert AbbVie, das ist das Börsenkürzel ABBV. Und wir sehen, die schlagen sich in der Krise sehr gut. Natürlich wäre es schöner gewesen, hätte ich da unten kaufen können, aber das Depot startet jetzt erst, deswegen hier oben knapp unter 93, glaube ich, gekauft. Das heißt, wir sind wahrscheinlich so plus minus null oder leicht im Minus. Warum habe ich gekauft? Wegen dieser Dividendenrendite von hier angegeben 5,1%. Gleichzeitig ist es aber auch ein interessanter Wachstumswert, der auch Potenzial hat, gute Kurssteigerungen zu erreichen in der Zukunft. So, Michael hat gekauft Disney. Schauen wir uns das mal genauer an. Walt Disney haben sich jetzt in der Krise nicht so gut geschlagen. Die haben ja ihre Dividende gestrichen, obwohl die eigentlich genügend Geld haben. Aber so wie ich das gelesen hatte, hat ja eine der größeren Erbinnen, also ich glaube die Enkeltochter oder so von Walt Disney, die hat redelsführend gesagt, wir müssen die Dividende streichen und deswegen ist die Dividende auch gestrichen worden. Cash hätten sie genug da gehabt, hätten auch genügend Einnahmen gehabt. Ja. Gut, warum sind die betroffen? Denke jetzt eher mal, die ganzen Parks sind ja geschlossen, weiterhin. Das ist ein Riesen Schaden für Walt Disney erstmal und ist natürlich die Frage, wann können die wieder mit normaler Kapazität arbeiten? Kommt das überhaupt jemals zurück? Also das gleiche Problem haben ja die Hotels, die Malls, einfach alles, was irgendwie mit Menschenmengen zu tun haben, die sind ja im Moment einfach noch so in der Schwebe. Ja. Nehmen wir mal an, diese Abstandsregeln würden in Zukunft weiter beibehalten werden, weltweit. Du musst vielleicht diese Maske weiterhin tragen. Dann muss man sich halt wirklich fragen, hast du da überhaupt Lust, in so einen Park zu gehen? Das macht da gar keinen Spaß eigentlich. Bist nur umgeben von maskentragenden Menschen und musst Abstand halten. Na, kommt da Freude noch auf in sowas? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also daraus entsteht aber natürlich auch die Chance, dass wenn sich das zum Positiven entwickelt, hat ja auch Michael in seinem Video gesagt, dann werden eventuell wieder die alten Kurse erreicht, weil der Wert ist ja gut positioniert, sobald es mal wieder aufwärts geht. Okay, soweit zum Wochenrückblick hier von meiner Seite aus. Ich bedanke mich bei allen, die dabei sind. Die Dividendensammler,
Mit dem Wochenrückblick war das heute mit Frank dem Bären und ich wünsche euch eine erfolgreiche kommende Börsenwoche und wir sehen uns die nächsten Tage wieder.